herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Taiwan. Ganz wichtig an dieser Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch hier oben noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit dem Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein. Ich will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf diese Informationen in diesem Video hier verlassen, sondern euch darüber hinaus auch informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die Informationen des Auswärtigen Amtes. Und damit beginnen wir mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise nach Taiwan erfolgte in meinem Fall über Hongkong mit Cathay Pacific. Von Hongkong aus sind es etwa noch mal 1 Stunde 45 Minuten mit dem Flugzeug bzw. auf direkter Strecke 800 Kilometer Luftlinie. Weitere alternative Anreisewege sind über andere große Hubs möglich. Zur Einreise brauchen deutsche Staatsbürger einen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus gültig ist. Chinesen habe ich am Immigration-Schalter mit einem speziellen Invitation-Zettel gesehen, der ihre Einreise gestattet. Für deutsche Staatsbürger genügt indes der deutsche Reisepass. Am Immigration-Schalter muss die ausgefüllte Arrivals-Karte abgegeben werden, die zuvor im Flugzeug ausgeteilt wurde oder man noch eben kurz vor der Immigration dann eben schnell ausfüllt. Besucher werden biometrisch erfasst, es wird ein Porträtfoto gefertigt und Fingerabdrücke beider Zeigefinger gescannt. Taiwan ist eine Insel und vor dem Festland Chinas gelegen. Die meisten Taiwanesen leben an der Westküste und hier speziell noch einmal im nordwestlichen Teil des Landes. Die Ostküste ist gar nicht so stark besiedelt. Insbesondere im nördlichen Teil und in der Landesmitte gibt es hohe Bergketten mit über 3000 Meter über Normalnull und in der Folge zerklüftete Landschaften. Die Taiwanesen kommen nett daher, aber man merkt schon eine deutliche Sprachbarriere. Englisch wird nur bruchstückhaft gesprochen oder gar nicht verstanden, am besten noch in der Taipeh-Gegend. In Hotels findet sich gelegentlich noch ein Bediensteter, der als Übersetzer für das Nötigste herbeigerufen wird. Eben wegen dieser Sprachbarriere wird man auch eigentlich nicht so einfach angesprochen wie zum Beispiel in Indochina. Ein Lächeln oder Gruß ist aber durchaus drin im Sinne von Hello. Sprechen die Leute dann doch mal besser Englisch, wird man hingegen schon mal angesprochen, wo man denn herkäme. Als Europäer fällt man natürlich einfach auf. Westliche Touristen treten nur in geringer Anzahl auf. In Sachen Infrastruktur ist Taiwan gut durchdacht. Man findet sich eigentlich relativ schnell zurecht. Der Zeitunterschied zur deutschen Sommerzeit beträgt plus 6 Stunden. Für die Stromversorgung ist ein Steckdosenadapter notwendig, der von den USA bekannte mit den zwei parallel stehenden Stiften. Das Netz ist sehr stabil, es gibt keine Stromausfälle. Oder zumindest habe ich keine erlebt. Wie in Asien allgemein gilt auch in Taiwan, hier verhungert keiner. In Taipeh bzw. größeren Städten gibt es zunächst die bekannten Fastfood-Ketten. Weiterhin findet man unzählige Garküchen oder Imbissstände am Straßenrand. Geht man zum Beispiel in Taipeh in ein westlich orientiertes Restaurant essen, wird man an einen Tisch gesetzt. Sobald das Essen ausgeliefert ist, bekommt man auch gleich die Rechnung auf den Tisch und zahlt dann an der Kasse. Oft wird auch Wasser kostenlos gereicht und von Zeit zu Zeit durch das Personal wieder aufgefüllt. Als Traditional Taiwanese Breakfast gibt es oft Reisbrei, der zunächst nach gar nichts schmeckt, aber satt macht. Dazu werden meist noch geschmacksstarke Zutaten gereicht, die zusammen mit dem Reis verzehrt werden. Gelegentlich findet der, ich sag mal, Westbesucher noch Bekanntes wie Toast und Rührei. Nicht überall wird Kaffee gereicht, meist eher Säfte oder Tee. Dinge des täglichen Bedarfs, meist Getränke, aber auch Snacks, kauft man am besten an den zahlreichen 7-Eleven oder Minimart-Stores. Die sind an belebten Orten und touristischen Ecken meist überall anzutreffen. Gegen Mittag stößt man ja auch auf viele Einheimische, denn man kann sich an der Kasse auch Essen warm machen lassen. Apotheken heißen hier übrigens Watsons. In Taiwan wird noch gern mit Bargeld bezahlt. Digitales Geld wird aber gleichfalls an vielen Orten akzeptiert. Aus dem Automaten oder eben auch ATM genannt, kann man mit Master- oder Visa-Karte Geld ziehen. In Hotels und an Tankstellen ist die Zahlung per Kreditkarte meist kein Problem.
am Flughafen findet man im Terminal 1 noch vor der Immigration und nochmal in der Ankunftshalle Anbieter vor, bei denen man SIM-Karten kaufen kann. Im Terminal 2 gibt es an zwei Stellen in der Arrivals Hall ebenfalls Stände der hiesigen Service Provider. Eine SIM für 7 Tage kostet 450 Taiwan-Dollar. Der Kauf geht extrem schnell vonstatten, einzig eine Kopie des Reisepasses wird gefertigt. Das Netz ist sehr gut ausgeleuchtet und sehr schnell. Einzig in den Bergen in der Landesmitte gibt es einige Ecken mit kein Netz. Überhaupt ist das Internet recht präsent. Fast jeder rennt mit seinem Smartphone umher. Datenlimitierungen scheinen, wie in Deutschland, nicht so bekannt zu sein, da viele Leute hier offenbar gern unterwegs Videos auf dem Smartphone schauen. WLANs gibt es in Taipeh in sehr großer Anzahl, einige davon, zum Beispiel in den MRT-Stationen, auch am Flughafen, in Bussen oder zum Beispiel in der MRT am Flughafen, sind kostenlos oder ebenso dann aber mit ein wenig Werbung eingeblendet. In Hotels gibt es ebenfalls oft kostenloses WLAN. Bleibt man in Taipeh, ist meiner Meinung nach eine SIM-Karte nicht unbedingt erforderlich. Am Flughafen kann man Mietwagen mindestens einer international agierenden Firma entgegennehmen. In der Arrivals Hall von Terminal 2 gibt es zum Beispiel zwei Schalter. Nach den Formalitäten, also Vorzeigen der Reservierung, Kreditkarte und internationaler Führerschein, wird von einem weiteren Bediensteten der Wagen vor das Terminalgebäude vorgefahren und später an gleicher Stelle dort auch wieder abgegeben. Der Vorgang wirkt entgegen des Prozederes in Indochina sehr durchorganisiert. Mietwagen haben in Taiwan eine Kilometerlimitierung von 2400 pro Tag. Das sollte aber reichen, um die Insel mit Leichtigkeit zu umrunden. In Taiwan herrscht Rechtsverkehr. Wie in Asien an vielen Stellen üblich, gibt es auch hier eine recht große Anzahl an Motorradfahrern, aber längst nicht so viele wie in Indochina. Die Taiwanesen sind für Asiaten recht gesittete Autofahrer, nehmen vergleichsweise Rücksicht und rasen meist nicht. Dennoch gibt es durchaus viele Stilblüten. Die wichtigsten Verkehrsschilder sind entweder selbsterklärend, Ortsrichtungsschilder sind zudem auch für Europäer in lesbaren Lettern bzw. in Englisch betitelt. Allerdings gibt es auch viele Schilder, die nur auf Taiwanesisch beschriftet sind und sich deren Sinn für Touristen nicht erschließt. In Ortschaften wird meist mit 50 bis 60 km/h gefahren, außerhalb davon 70 bis 80 km/h und auf Highways 100 bis 110 km/h. Am Straßenrand gibt es auffällig viele Kästen, die an Blitzer erinnern und laut Navi wohl auch welche sind. Ein Rechtsfahrgebot besteht offenbar nicht, denn es wird gerne links und rechts da überholt, wo Platz ist, in Ortschaften wie auf Highways. Bei letzteren gibt es schon Verkehrsteilnehmer, die mit hoher Geschwindigkeit im Zickzack durch die Autos auf drei Spuren hin und her fahren. In Deutschland wohl ein Fauxpas. Die Orientierung ist im Raum Taipeh an manchen Ecken schwieriger, weil teils Brücke über Brücke an Brücke unter und oder über der Brücke gebaut wurde und die Ansagen des Navis demzufolge nicht ganz eindeutig sind. So hat man im hiesigen Ballungsgebiet neben dem Ground Level Highway noch links und rechts zwei Elevated Spuren auf Brücken dran gebaut, infolge des Platzmangels. Reist man Highway-basiert durch das Land, kann man die Insel, besonders auf der Westseite, leicht und zügig durchfahren. Das Vorankommen auf Straßen abseits davon bedarf jedoch viel mehr Zeit. In Ortschaften trifft man vermehrt auf Mopedfahrer, die auf Kurzstrecke in der Ortschaft unterwegs sind. Ist hier die Straße zweispurig, am besten immer auf der rechten bleiben für den Durchgangsverkehr. Ja, und befährt man Strecken in der Landesmitte, hat man es meist immer mit Serpentinenstraßen zu tun. Die Schnittgeschwindigkeit beträgt hier oft keine 40 km/h. Das heißt, 100 Kilometer können gern 2-3 Stunden an Zeit in Anspruch nehmen. Eine gesunde Streckenration pro Tag schätze ich mit einem Großteil eben dieser Streckenqualität auf 250 Kilometer am Tag. Das Befahren der Serpentinenstraßen in höheren Lagen bei Nacht kann insbesondere wegen der Wetterlage, zum Beispiel auch bei Nebel, sehr unangenehm werden. Sichtweiten weniger als 5 Meter, sprich durch eine dunkle Wand, und dann noch Kehren und ja, schmale Strecken dazu, das macht keinen Spaß. Und Achtung, in Höhenlagen kann es auch vorkommen, dass eine Passstraße gesperrt ist und plötzlich ein Umweg von über 100 Kilometer erforderlich wird. Entsprechende Ankündigungen per elektronischem Verkehrsleitsystem erfolgen nur auf Taiwanesisch. Im Übrigen, ein roter Streifen am Straßenrand heißt hier nicht parken. Tankstellen heißen CPC, Formosa, Sanlong oder sind mit Schriftzeichen betitelt, die man als Europäer ohnehin wohl nicht deuten kann. An der Zapfsäule wird man bedient. Man bleibt also beim Betankungsvorgang im Fahrzeug sitzen und ja, Kreditkarten werden auch anstandslos akzeptiert.
Übernachtungsgelegenheiten finden sich in hoher Anzahl. Aber man sollte schon genau wissen, wo Hotels anzutreffen sind. Die Lettern Hotel stehen nämlich nicht überall drauf. Es ist daher gut zu wissen, wie das Gebäude aussieht. Ein guter Tipp ist, schon zum Beispiel beim Frühstück oder einen Tag vorher über einschlägige Apps von diversen Internetvermittlungsplattformen eine Bleibe für den Abend zu buchen und dann auch die GPS-Koordinaten gleich einzuprogrammieren. Wer nur schmales Geld bezahlen will, bekommt unter Umständen auch nur kleine Hotelzimmer, teils 5 bis 10 Quadratmeter. In der untersten Preiskategorie ist das Frühstück auch nicht immer inklusive. Typische Übernachtungspreise in der mittleren Preiskategorie bewegen sich so um 60 Euro, dann aber auch gleich mit Traditional Taiwanese Breakfast. Taiwan sagt man nach, eines der sichersten Reiseländer zu sein, zumindest was die Gefahren von menschlicher Seite betrifft. Gefahren gehen vielleicht sogar auch eher von der Natur aus. So wird die Insel jährlich von mehreren Taifunen getroffen und auch Erdbeben kann es infolge des Zusammentreffens der eurasischen und philippinischen Platten geben. Zwar spricht kein Reiseführer von Verkehrsunfällen, aber die zig Kilometer langen Serpentinenstraßen, teils einspurig in den Bergen, haben sicher auch ein gewisses Gefährdungspotenzial, zumindest wenn man sie bei Dunkelheit und dicker Nebelsuppe befährt. Grundsätzlich sind das aber auch nur Anhaltspunkte, da gibt es glaube ich auch viele andere Länder mit größeren Risiken. Im öffentlichen Raum laufen Touristen an Sehenswürdigkeiten ohnehin offen mit ihren Spiegelreflexkameras herum und auch, ja, sieht man viele Leute, die auf hochwertigen Smartphones in der Öffentlichkeit drauf herumtippen. Um vom Flughafen in die Stadt zu kommen, gibt es Busverbindungen oder auch die noch recht neue MRT-Linie, die bis zur Taipei Main Station führt. Mit dem Zug ist man 45 Minuten unterwegs, der Bus braucht aber auch nur unwesentlich länger. Taipei habe ich persönlich als nicht gänzlich schön empfunden, das ist meine eigene Meinung. Da gibt es andere asiatische Städte, die mir zumindest irgendwie noch ein bisschen mehr zugesagt haben. Aber gut, das ist eigene Meinung. Taipei hat aber auf jeden Fall trotzdem schöne Ecken. Die Stadt ist außerdem ja für den Wolkenkratzer Taipei 101 bekannt. In seinem oberen Teil auf jeden Fall nicht vergessen, die große Schwingungsausgleichskugel zu besichtigen, die 660 Tonnen wiegt und das Gebäude bei Erdbeben und Taifunen stabilisieren soll. Eine gute Aussicht auf die Stadt gelingt indes vom Elephant Mountain. Die Morgensonne beleuchtet die Skyline rückseitig, das heißt die Stadt steht im Licht und die Abendsonne geht hinter der Skyline unter. Auf den Berg geht es über unzählige, sehr steile Stufen hinauf. Für Aufenthalte am Abend auch unbedingt Insektenschutzmittel mitnehmen, da doch einiges an Getier unterwegs sein kann, da in den Höhenzügen tropische Vegetation herrscht. Zum Vorankommen in Taipei empfiehlt sich die Besichtigung mit den Öffis, da Parkplätze ohnehin dünn gesät sind und man auf den Straßen doch etwas Zeit benötigt. Die Stadtquerung per MRT, also zum Beispiel vom Taipei Zoo im Südosten bis Xinbaitu im Nordwesten, dauert ca. 45 Minuten. In den MRT-Stationen kann man zum Beispiel eine Karte für mehrere Fahrten kaufen, die man an den Automaten entsprechend auflädt. Alternativ kauft man Einzelfahrten, die abhängig von der Entfernung so ca. 10 bis 60 Taiwan-Dollar kosten. Für den Antritt einer Einzelfahrt liest man anhand des Streckenplans die Kostenstufe ab, entfernungsabhängig, tippt die Preisstufe in den Automaten ein und bekommt dann einen RFID-Token, also so einen Plastikchip. Den hält man vor die Zugangsgates der MRT-Station und verstaut ihn während der Fahrt. Beim Verlassen der Ziel-MRT-Station wirft man den Token in das Gate ein. Der Taroko-Nationalpark gilt als das Naturhighlight Taiwans, was auch gern vom Touristikmarketing angepriesen wird. Es wird kein Eintritt erhoben. Von der Ostseite der Insel aus kommend, fährt man zunächst in ein gigantisches Schluchtensystem hinein. Man findet sich dann in der Taroko-Schlucht oder auch auf Englisch Taroko Gorge wieder. Hier hat der Fluss sich im Laufe der Zeit in das Gelände hineingefressen. Folgt man der Straße weiter, zum Beispiel Richtung Renai, entwickelt sie sich über 100 Kilometer zu einer Passstraße bis in Höhen von 3000 Meter über Normalnull. Bei gutem Wetter ist eine grandiose Aussicht zu erwarten. Der Straßenverlauf ist im gesamten Park eine Serpentinenstrecke, teils einspurig. Vor jeder Kurve unbedingt in die Verkehrsspiegel schauen. Es ist vom Bus bis LKW mit plötzlichem Gegenverkehr zu rechnen. Vor Tunneln kann es auch ratsam sein, mal kurz zu hupen. Meist fährt man auch nicht schneller als 25 bis 40 km/h. An der Straße gibt es auch immer wieder Pullouts, um andere Fahrzeuge ja, für sie Platz zu machen. Oder man kann sie natürlich auch nutzen, um von dort einen kurzen Fußweg zu nehmen. An größeren Parkplätzen verzweigen Wanderwege, solche zu Hängebrücken und netten Fotospots. Von der Parkeinfahrt ca. 100 km ins Landesinnere rechnet man mit ca. 4 Stunden Fahrt.
Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Taiwan. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Reiseplanung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch auch gern mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber eher euch überlassen. Und viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch die Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.